Ich habe eine kleine Mini-Übung für dich. Und es ist wunderbar, dass du da bist. Du kannst sehr davon profitieren. Ich möchte dich einladen, für diesen Moment einmal deine Augen zu schließen und kurz durchzuatmen. Erstmal auszuatmen. Loslassen. Entspannen. Aufmachen. Weich werden. Ich möchte dich einladen, einmal kurz deinen Körper zu fühlen. Du kannst mit deinen Füßen anfangen. Fühl mal in deine Füße rein. Änder nichts, fühl nur rein. Nimm wahr. Nimm deine Beine wahr. Nimm deine Hüfte wahr. Nimm einfach wahr, wie es sich anfühlt in diesem Moment. Nimm deinen Oberkörper wahr. Deine Schultern. Dein Hals. Deine Arme. Nimm deinen Kiefer wahr. Und deinen Kopf. Fühl deinen Körper im Ganzen. Schau, ob du noch ein kleines bisschen mehr noch entspannen kannst. Noch ein bisschen mehr loslassen. Und jetzt möchte ich dich einladen, einmal zu fühlen, wofür du dankbar sein kannst in diesem Moment. Anything. Etwas. Und ich möchte dich einladen, ganz ehrlich zu sein mit dir selbst. Ganz ehrlich mit dir selbst. Ganz ehrlich, ob du wirklich dankbar bist oder ob du vielleicht denkst, ich habe dieses oder jenes jetzt gewählt oder genommen, weil das etwas ist, wofür ich dankbar sein sollte. Manchmal haben wir Dinge, von denen denken wir, für das sollte ich echt dankbar sein und fühlen es aber gar nicht wirklich. Und ich bin sicher, dass du etwas findest, wofür du echt dankbar bist. Vielleicht ist es auch was ganz Kleines. Etwas, was ganz selbstverständlich ist, wo du dich fragst, warum bin ich denn dafür eigentlich dankbar? Ist doch ganz normal. Es kann sowas Triviales sein, wie dass ich Luft habe zum Atmen. Oder dass ich diese Story gerade schaue. Oder. Irgendwas. Anything. Und wenn du es gefunden hast und echte Dankbarkeit fühlst, dann möchte ich dich einladen, das noch zu intensivieren. Also gehst du noch ein bisschen weiter rein und fühlst es noch ein bisschen intensiver. Es ist wie du tauchst mit deinem Fokus da ein. Und noch ein bisschen intensiver. Und noch ein bisschen intensiver. Erlaub, dass das Gefühl von Dankbarkeit sich richtig ausdehnt in deinem Körper und überall hingeht, vielleicht sogar über deinen Körper hinausgeht. Dich so richtig erfüllt mit Dankbarkeit. Ich kann es fühlen bis hierher. Du machst es wunderbar. And we keep it short. Du darfst es schon wieder loslassen. Du musst nicht, aber du darfst. Für mich ist das eine wunderbare Form, um Fülle zu trainieren. Ganz raw, ganz honest, ganz unabhängig, ganz bedingungslos auch und auch überall und jederzeit möglich. Für mich ist es eine der essentiellsten Übungen auch. Und auch die kleine Vorübung, einmal den Körper ganz rein, ganz still, ganz pur wahrzunehmen, ohne etwas zu verändern. Also ohne gleich Einfluss zu nehmen, auch ohne zu kontrollieren, wie das ist, sondern einfach nur wahrnehmen. Mal Fülle. Und Fülle im Sinne von alles, was du dir nur wünschen könntest, auf allen Ebenen.
körperlich, materiell, geistig, spirituell, auf allen Ebenen, auf der Beziehungsebene, auf der Ebene deines Unternehmens, auf allen Ebenen füllen, Erfüllung, ist etwas, das sich nur, wirklich nur, jetzt in diesem Moment öffnen lässt. Und wenn du an etwas werkelst oder arbeitest gerade, weil es darum geht, noch mehr Fülle in der Zukunft zu öffnen, dann funktioniert es nur, wenn du das tust aus der Vorfreude darauf, dass es kommt, weil du weißt, dass es kommt und weil du Lust hast, in die Richtung zu gehen. Oder vielleicht weißt du nicht, dass es kommt, aber du hast die Hoffnung, dass es kommt und es erfüllt dich mit Freude. Dann kommt auch das schon aus der Fülle und dann wird es mehr Fülle werden. Kommt es aus dem Mangel und kommt es aus dem Kampf und kommt es aus dem, oh, jetzt fühlt es sich so scheiße an, aber ich kämpfe jetzt einfach noch ein bisschen weiter, damit sich es vielleicht morgen ein bisschen besser anfühlt. Dann mag das auch funktionieren, aber es öffnet nicht wirklich echte Fülle, nicht langbleibende Fülle. Sondern dann wäre es viel klüger in diesem Moment zu sinken und zu schauen, dass du so eine Übung machst wie gerade eben und dass du sinkst in Dankbarkeit zum Beispiel. Das ist nur eine der Schwingungen, in die du gehen kannst, ganz leicht. Die du ganz leicht in dir kreieren kannst in jedem Moment. Okay, just a small little present for you here. Ich gehe jetzt mal zurück. Mein wunderbarer Dion ist bestimmt fertig jetzt mit seinem Volleyballtraining. Und ich habe den Moment genutzt, hier was Kleines für euch aufzunehmen. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Bis bald.